Und was sagst du zum Tesla? Der Tesla Model X, das ist mein Traumauto. Wunderbar. Also, Woman Factor approved. Ja, hallo Leute, weihnachtliche Grüße aus dem Tesla in Zürich. Wie ihr gerade gesehen habt, meine Frau wäre durchaus einem Model X nicht abgeneigt. Zumindest wenn wir im Lotto gewinnen würden oder so. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Eindrücke von der Fahrt und was ich so erlebt habe mit dem Tesla. Und am Schluss mache ich euch dann eine Zusammenfassung, was ich jetzt über das Auto denke. So, der Tesla ist da. Ich will jetzt gar nicht viel Zeit verschwenden, wir haben schon ein bisschen Verspätung. Ich melde mich dann von unterwegs, was ich so dazu davon halte. Schon das erste Problem, ich kann mich nicht mit meinem Handy verbinden und es wieder zu löschen funktioniert auch nicht. Das dreht hier endlos weiter. Erstes Mal supercharged. Es regnet natürlich. Gehen wir rein. Drei blaue Model X. Machen wir schnell das Supercharger aufdringen. Mit. Ja, etwa 5 Volt oder so. Wir haben noch schnell die Konkurrenz besucht. Ionity Grauholz, das war vor ein paar Tagen, hieß es noch im Bau. Sind jetzt aber anscheinend aktiv. Vier Säulen. Und die Kabel sind länger. Vorhin beim Tesla hatte ich schon Probleme, aber ich erzähle das dann später, jetzt sind wir unterwegs. Die Schweiz ist schon ein Traumland, was das angeht. Da vorne hat es auch eine Ladestation. Und wir waren so in einem kleinen Migros-Laden heute, da hat es auch einen Triple Charger. Toll. Das ist der Supercharger in Kriegstetten. Außer einer Kirche ist hier überhaupt nichts in der Nähe. Vorhin waren wir noch in Rubigen und da ist eigentlich auch außer einer Tankstelle und einem Einkaufsladen Coop, der natürlich jetzt geschlossen hatte, auch nichts in der Nähe. Jetzt fahren wir noch zum nächsten, ich mache so eine kleine Tour, schaue mir diese Supercharger hier an, dort sollte es dann mehr haben. Aber jetzt schaut mal, ich glaube man kann auch hier abbrechen, oder? Jetzt hat es das erste Mal richtig funktioniert. Bisher wollte er das Ladekabel nie hergeben. Also einmal hat er dann wieder zu laden begonnen und wurde dann rot. Und naja, also jetzt gut, ich muss weiter, ich bin müde. So, Supercharger Eggekingen. Der ist nicht riesengroß. Dort ist wohl noch sonst ein Charger. Aber der Vorteil ist, hier ist das Mövenpick Hotel und es ist jetzt der 25. morgens um 1 Uhr und das ist geöffnet, also ist wohl immer geöffnet. Okay, weil war leider doch nicht so, wie ich gedacht habe, ist alles geschlossen wegen Weihnachten. Aber zumindest auf die Toilette konnte man noch. Gibt es auch noch einen Supercharger zum Vorwärtsparken. Wobei mir nicht ganz klar ist, wenn man jetzt da einen Anhänger hätte, dann steht er dann ja in die Durchfahrt rein. Schauen wir noch, was da für eine. Okay, sieht noch CCS und Chademo aus. Ne?
Ja, Typ 2 auch. Wo ist denn der? Ich glaube, der fehlt. Sonst bin ich zu blöd. Na gut, wir gehen mal weiter. Ich brauche den Saft ja nicht wirklich und langsam bin ich müde. Approximately 10 hours later. Und was sagst du zum Tesla? Der Tesla Model X, das ist mein Traumauto. Wunderbar. Also, Woman Factor approved. Wie ihr gerade gesehen habt, meine Frau wäre durchaus einem Model X nicht abgeneigt. Zumindest wenn wir im Lotto gewinnen würden oder so. War noch lustig, andere Leute sehen das ein bisschen anders. Ich habe das gestern ein bisschen vorgeführt, da wo wir zu Besuch waren. Und war eigentlich soweit alles gut. Ich hatte auch das Gefühl, der Typ da war beeindruckt soweit. Aber dann, als er nachher mit den anderen darüber gesprochen hat, war seine Aussage, das Auto ist so teuer, für das Geld bekommt man auch ein richtiges Auto. Okay, und dann kam er noch wieder mit Wasserstoff und naja, ihr kennt das wahrscheinlich. Ich habe es ihm dann versucht zu erklären, aber ja, es bringt nicht so viel. Und auch sonst, jemand aus der Familie, der findet da hinten, das sieht aus wie in einem Renault Espace. Ist wahrscheinlich auch nicht unwahr. Aber gut, meine Frau gefällt's. Und was sage ich jetzt dazu? Ich bin nicht ganz so begeistert. Also, ich bin schon begeistert. Das ist ein tolles Auto, fährt sich super. Aber die Dinge, wo ich gedacht habe, die passen mir nicht, die passen mir tatsächlich nicht so sehr. Und zwar, also mein Hauptkritikpunkt ist lustigerweise der Autopilot. Mag zwar durchaus sein, dass der mehr kann als der Kona, wobei wir sind ja jetzt an den Flughafen Valencia gefahren und da musste ich eigentlich nie eingreifen. Eben, beim Kona musste ich eigentlich nie eingreifen. Hier beim Model X ist es mir im Kolonnenverkehr mal passiert, dass das Lenkrad plötzlich in eine Richtung ging. Und zwar ziemlich stark. Ich habe dann natürlich sofort übernommen, weiß nicht, was genau passiert wäre. Was mir nicht gefällt beim Model X ist, dass man ihn nicht korrigieren kann. Also, wenn jetzt zum Beispiel ich auf der rechten Spur fahre und links von mir fährt ein Auto, dann möchte ich ein bisschen nach rechts, um mehr Platz zwischen uns beiden zu lassen. Und beim Kona, da mache ich das einfach, kein Problem. Und das Model X, das schmeißt dann den Autopilot einfach raus und sagt, ja, dann fahr halt selbst. Und also mich hat das mehrmals sehr gestresst, einfach da nicht den Abstand halten zu können, den ich gerne halten würde zum Nachbarn. Es ist mir auch passiert, dass da teilweise Autos schon auf meine Spur daherkamen, so um 2 Radesbreite. Und es ist sowieso ein breites Auto. Und da möchte ich einfach ein bisschen Abstand lassen können. Und wenn das Auto nicht selbst auf die Idee kommt. Ja. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich hier viel stärker am Steuer rütteln muss, bis er endlich erkennt, dass ich noch da bin. Also ich habe eigentlich die Hand immer am Steuer und wenn eine Warnung kommt, dann beginne ich auch daran zu wackeln, aber der erkennt die nicht. Und ich muss dann relativ stark bewegen, damit das erkannt wird. Und wenn man dann noch ein bisschen stärker bewegt, dann schmeißt einen der Autopilot gleich wieder raus. Also, das ist meiner Meinung nach nicht so ideal gelöst. Vor allem auch, wenn ich Einstellungen mache, wenn ich am Steuer irgendwas verstelle, also an den Knöpfen oder so, sollte er ja eigentlich auch merken, dass ich noch da bin. Von dem her, naja. Also das war mein Hauptkritikpunkt. Ich habe wirklich zum Teil Blut und Wasser geschwitzt mit dem Autopilot.
Was ich auch nicht rausgefunden habe, ist, wie ich die aktuelle Geschwindigkeitslimite übernehme. Aber das ist mein Fehler. Das kann der Kona ja gar nicht. Sonst, Beschleunigung ist cool. Ich würde noch mehr aushalten, problemlos. Jedenfalls, wenn ich fahre. Also das hier ist ein X100D, nicht Performance, aber doch auch schon nicht schlecht. Superchargen hat natürlich Spaß gemacht. Ich bin auf, eigentlich an jeden Supercharger, der auf dem Weg lag, mal schnell kurz anstöpseln gegangen. Die Federung, ich glaube, das Auto sitzt, liegt straffer auf der Fahrbahn als der Kona. Beim Kona habe ich manchmal schon das Gefühl, dass er so ein bisschen schaukelt. Glaube ich zumindest. Ich weiß es schon fast nicht mehr. Weil wir haben hier nur noch 217 Volt, sehe ich gerade. Ich lade hier von einer 10 Ampere Schweizer Steckdose aus. Das ist natürlich so gut wie gar nichts. Das ist 219 Volt, das ist ja schon tief. Naja. Das ist so das. Die ganzen anderen Spielereien, die waren natürlich lustig. Da noch mit deinem kleinen Kind, da die Forts-App, die zum Glück auch schon drauf ist. Die Weihnachtsshow hat schon Spaß gemacht. Aber ich muss jetzt sagen, für mich selbst bringt dieses Auto eigentlich keinen Vorteil im Vergleich zum Kona. Und für das Geld, was der da kostet, könnte ich mir, glaube ich, 3 kaufen. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Oder, ja, sagen wir 3. Und die Reichweite war jetzt also auch nicht so berauschend. Jetzt als letztes ist noch meine Frau gefahren. Da sind wir bei, jetzt über die letzten 50 Kilometer, bei 274 Wattstunden pro Kilometer. Das ist schon, ja, das sind mehr als 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer mehr als der Kona verbraucht. Klar, in Spanien ist es auch nicht so kalt, aber das Licht, habe ich das Gefühl, ist beim Kona fast besser. Habe ich auch erwartet eigentlich. Wobei da wahrscheinlich auch noch Optimierungsmöglichkeiten wären. Denke, ja. Das mit der App war natürlich cool, dass man da immer schauen kann, wie voll ist das Auto und so. Aber ja, geht auch ohne. Und was gibt es noch zu sagen? Die Flügeltüren haben mich jetzt nicht so sehr genervt, wie ich gedacht habe. Aber ich habe jetzt doch einige Male die Jacke halt nach hinten geschmissen. Statt von außen durch die Tür, weil es einfacher geht und so. Jetzt morgen muss ich das Auto zurückgeben. Das Problem, das ich habe, ist, ich finde den Mietvertrag nicht mehr. Das ist so ein Riesenhaus hier. Ich finde ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, mit wie vielen Kilometern dass er mir den übergeben hat. Und ich habe nur 500 frei. Möchte dann nicht noch nachzahlen. Das ist ziemlich teuer. Ja, bald habe ich ja dann noch ein S75D mit unlimitierten Kilometern. Was ich übrigens auch gedacht habe und sich auch bewahrheitet hat, ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lieber ein paar Knöpfe. Als ich hier das erste Mal losgefahren bin mit dem Auto, habe ich sicher 5 Minuten nach dem Menü gesucht, wo ich die Lenkradheizung ausschalten kann. Klar, jetzt weiß ich, was ist, aber es sind dann doch 1, 2, 3 Touchs. Beim Kona ist es ein Knopfdruck. Und andere Menüs, die habe ich also zum Teil wirklich 10 Minuten gesucht und sowas. Also klar wird das alles besser, aber ich finde es nicht sonderlich
benutzerfreundlich, einfach wenn man, um eine Option auszuführen, da so lange rumtatschen muss. Auch mit dem Scheibenwischer. Ich musste dann im Handbuch nachlesen, wie das ist, dass da die letzten Stufen, dass die dann manuell sind, weil die Automatik natürlich nicht immer gut funktioniert. Beim Autopilot, da finde ich die Lösung wie beim Model 3 fast besser, dass man da mit dem Drive-Stick, dem Drive-Stock mit nach unten drückt, um den Autopiloten zu aktivieren. Weil hier links irgendwie Blinker und dieser Stock, die sind irgendwie relativ nah zusammen, finde ich. Hingegen das Einstellen des Abstands, das ist noch ganz praktisch. Aber ja, das stellt man ja wohl einmal so ein, wie man es gerne hat, und lässt es dann so. Braucht man also nicht unbedingt. Eben hingegen, wie man die Geschwindigkeit übernimmt, das habe ich nicht herausgefunden. Und jetzt schenke ich es mir wahrscheinlich auch gleich, weil viel werde ich gar nicht mehr fahren. Ja. Das ist so das. Also, wenn ich jetzt einfach so zu viel Geld hätte, es ist schon cool. Aber eben, es ist breit wie verrückt. Der Wendekreis ist scheußlich. Und einen echten Mehrwert sehe ich im Moment nicht. In einem Jahr dann, wenn der Autopilot noch wesentlich besser geworden ist, sieht es dann vielleicht anders aus. Ah ja, eine Schrecksekunde hatte ich noch auf der Autobahn im Stau. Ihr habt ja gesehen, dass ich das Handy nicht verbinden konnte und dann auch nicht löschen. Also habe ich da den Fahrcomputer mal zurücksetzen wollen, also respektive die MCU. Dafür habe ich die beiden Knöpfe gedrückt am Lenkrad. Und dann hat aber alles rebootet, auch das Fahrdisplay, also wo man die Geschwindigkeit sieht und so weiter. Da war einfach alles dunkel im Auto. Und hat dann auch sicher, ich will jetzt nicht übertreiben, weil es kommt einem dann länger vor, aber sicher 20 Sekunden gedauert, bis da wieder irgendwas gekommen ist. Ich habe nicht gewusst, kommt da jetzt gar keine Anzeige mehr. Also muss ich jetzt blind, ohne Geschwindigkeitsanzeige nach Bern fahren und dann noch weiter. Und nein, irgendwann kam dann wieder ein Bild. Aber und danach hat übrigens mein Handy dann plötzlich funktioniert. Also es lag schon am Tesla. Und da, ja, es sollte eigentlich nicht sein, sowas, finde ich. Jetzt, wo ich hier das Video schneide, ist mir noch ein Punkt aufgefallen, der mich ziemlich gestresst hat. Ich sehe jetzt auch im Reisebericht kurz, ich hatte jetzt mal Probleme, den Supercharger, also den Stecker aus dem Supercharger zu kriegen. Und jetzt hier zu Hause noch viel schlimmer, die Ladestation. Ich nehme mal an, ich habe es jetzt raus, bin aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich muss man den Knopf am Stecker einfach länger drücken, dann bricht er ab und entriegelt. Wenn man nur kurz drückt, dann unterbricht er, entriegelt und oder klickt, aber entriegelt nicht. Und also ich hatte da wirklich meine liebe Mühe und ich wusste nicht, dass man da länger drauf bleiben muss. Und hatte dann teilweise ein rotes Licht bei der Ladeanzeige und teilweise ging es. Vielleicht habe ich dann ein bisschen länger gedrückt, keine Ahnung. Wozu man da auf einen kurzen Klick reagiert, aber nicht so wie erwartet, ist mir auch nicht ganz klar. Gut, aber meine Frau hat gesagt, ich soll nie mehr was Schlechtes sagen gegen Tesla. Das sei wirklich super und sie ist begeistert. Also dann lasse ich es dabei jetzt mal bewenden. Ich bin froh, habe ich es jetzt mal ausprobiert. Und es ist sicher kein schlechtes Auto. Wie soll ich das sagen? Es macht Spaß, das zu fahren. Aber jetzt, wenn ich das mit dem Kona vergleiche, habe ich nicht das Gefühl, dass ich beim Kona viel verpasse im Verhältnis. Aber so ist ja eigentlich gut so. Also höchstens
Höchstens halt das mit den Superchargern, das ist halt schon super. Wobei, jetzt hier in der Schweiz würde ich das gar nicht brauchen, weil irgendwie an jeder Raststätte ist beim Tanksymbol ist auch, steht noch EV dabei. Und selbst wenn da nur jede zweite Raststätte dann auch wirklich funktioniert, reicht das ja locker. Die Schweiz ist nicht so groß und der Kona hat eine gute Reichweite. Also in Spanien hätte ich mehr von den Superchargern, weil da ist es mit öffentlichen Ladestationen, vor allem Schnellladern, halt schon noch mal. Aber wie ihr seht, ich war ja auch bei Ionity. So, und jetzt will ich es gar nicht groß weiter in die Länge ziehen, wenn mir noch was in den Sinn kommt. Ich habe mir halt jetzt auch keine Notizen gemacht. Die ganze Familie und erweiterte Familie ist oben und sind am Kochen und so. Und ich habe gedacht, ich setze mich da jetzt mal kurz ab. Aber das soll jetzt auch reichen. Ich kann mich ja jede Zeit wieder melden, wenn mir noch was einfällt. Wenn ihr nicht noch angefressener seid als ich, dann schaut ihr das wahrscheinlich nicht mehr an Weihnachten an oder vielleicht nach der Bescherung oder so. Falls nicht, dann wünsche ich euch noch ein schönes Weihnachtsfest und sonst hoffe ich, ihr habt eins gehabt. Ein schönes. Und ich sag mal Tschüss.